Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play Folge hier zu meiner Eltern, Freundin, Familie. Der Warren war ihr letztes Mal und hatte ein Date und das ist vorbei. Und wir suchen uns das nächste Date, denn ihr habt 5 Sims erstellt und die habt ihr, für die habt ihr gevotet, die sind ins Let's Play gekommen. Und ja, mit denen geht's jetzt hier weiter und wir fragen mal einfach die Alessia, hier eine glückliche SMS schicken, ja. Wir plaudern mit ihr jetzt erstmal, ne? Ein bisschen plaudern und dann laden wir die ein. Wir gucken mal, ob wir eine Verabredung bekommen. Wir haben mit ihr noch kein bisschen Romantik hier. So ein ganz kleines bisschen. Du hast recht, Warren. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und dann missieren wir uns hier. Wow. Die Gärten des Chalets. Ne, da gehen wir nicht hin, weil da steht meine Blumber High School. So, von der Go to School Mod und die, ja. So, kommen wir mal auf mit Ideen. Wir wollen ein neues Date hier und zwar mit dir. Mit dir. Letztes Mal haben wir die Svea gehabt, davor den Will. Und jetzt ist die nächste dran, die Alessia. Fragen wir heute mein Date. Warren, du hast aber Hunger hier, sehe ich gerade. Du musst noch ein bisschen duschen, das wäre nicht schlecht, ne? Also kann man eigentlich im Pool nicht irgendwie schwimmen und dann wenigstens ein bisschen Hygiene bekommen, hallo? Das Gröbste vom Gröbsten. Oh, bist du noch beschämt? Wieso? Was ist denn? Hat dich wieder abgesagt hier? Oh nein! Was für eine komische hier. Mann, hier. Ist die blöd? Oder dann fragen wir die Monique hier. Vielleicht will die ja. Hallo, ich bin voll beschämt, aber ich will trotzdem mit dem in die Böde kommen. Sag nicht ab. Du hast auch extra hier mitgemacht hier bei mir, beim 100. Folge Vote hier. Auch nicht. Nee, ne? Feuer geht aus, Warren ist allein. Warren bleibt für immer allein. Und Emily kommt auch nicht hier, ne? Unser Seeungeheuer, dass die immer auftaucht. Ich dachte schon die ganze Zeit, jetzt kommt's mal, komm ja. Aber es kommt nicht. Ja, du willst eine Tüte über den Kopf hier, ja. So, wir reisen dann einfach wieder zu denen hin. Wir reisen nach Willow Creek. Zu unseren, hier, unser Warrens Partner WG. Warren geht alleine hin. Und dann müssen wir die halt so fragen, direkt hier, ja, wenn die uns immer absagen am Telefon hier, hallo, was geht denn? Wollten doch alle mit Warren, jetzt wollen sie nicht mehr hier, gibt's doch nicht. Frechheit, oder? Nicht Frechheit. Vor allem die Frechheit, wir müssen noch die Dates hier durchkriegen, damit wir jeden kennen. Und, ja. Ladebalken hier wieder, man. Wir könnten natürlich hier auch, ja, kommentieren, wie es weitergehen soll mit der Story für jeden Sim in unserem Let's Play. Und ja, wenn das ganz oft geliked wird oder wenn ganz viele Kommentare dazu kommen zu einer bestimmten Story, die wir hier machen sollen, dann wird die auch gemacht, ne? Dann stelle ich das zur Umfrage. Und ja, dann wird das abgestimmt, ob wir das machen oder nicht hier im Let's Play. Ich weiß, es gibt in letzter Zeit ein bisschen weniger Umfragen, weil wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen, Campingurlaub ist noch offen, die Rose muss noch zum Vampir werden. Natürlich haben wir hier noch die Dates, ne? Wir haben so viele Sachen hier. Wir müssen Rose noch umstylen. So, liebe Alessia, was ist denn los? Die Unsicherheit, ich bin voll unsicher jetzt wegen dir hier, hallo? Jemanden parodieren hier, Dankbarkeit zeigen. Was sitzt die hier auch rum? Das ist aber blöd, ne? Nicht, dass die uns dann hasst irgendwie. Hallo, du auch, ja. Hör mal. Ja, wir müssen ein bisschen irgendwie weg, weil sonst kriegt die mit, dass ich ein Date mit dir plan. Was? Okay, ja gut. Wir können ja zu mir ins Haus gehen, oder? Ja. Können wir das machen? Komm, wir gehen zu mir ins Haus. Hier, komm. Wir reisen. Wir reisen mal mit der woanders hin. Ich habe Angst, dass die hier, ne, irgendwie sauer ist hier. Reisen mit Klee. Ja, nur mit dir hier. Es ist mir eigentlich egal, wohin. Irgendwo anders halt, ne? Komm, wir gehen mal ins Freibad bei Nacht. Hier erstmal. Und bitte mit Monique. Wo ist sie denn? Ne, nicht mit Monique. Mit Alessia hier. Alessia, kommst du mit bitte zu uns zum Freibad? Wir wollten nämlich hier mal ein Date haben, ja? Ich muss dich um Verabredung bitten, ohne dass es deine Warrens Partner WG hier mitbekommt. Sonst sind die sofort stinksauer auf Warren und dann wird das nie wieder was. Und wir wollen uns ja alle Möglichkeiten offen halten, ja. Immer diese blöden Ladebalken hier, oder? Ist doch der Hammer. Meine Güte. Genau, Red muss weiter trainieren. Campingurlaub steht noch aus. Lea soll noch mehr malen, die haben jetzt das Leben verlängert. So, der Ladebalken ist vorbei. Sehr schön. Fußmassage bitten ist auch geil. Nach Tag fragen. Ja, und jetzt mal ein bisschen kennenlernen hier. Ja, hier. Schmeicheln, guck mal hier. So. Wer hast jetzt dein Badeoutfit angezogen? Weil du dachtest, wir gehen ins Freibad hier oder was ist los?
Ja, hey, hast du eigentlich einen Privatchat? Nee, du bist eher so Zocker, ne? So. Aha. Du stehst auf Universum. Wir müssen jetzt erstmal hier ein Date hier, ne? Um Verabredung bitten. Hallo? Ja, bitte hier, ja? So eine Verabredung haben. Mit mir, ja? Okay. So, ihr redet schon wieder über Vampire hier. Wo reisen wir denn hin jetzt zur Verabredung? Warum, wir müssen irgendwas essen. Sollen wir mal in ein Restaurant gehen? Sollen wir ins Bogen Restaurant gehen? Ja, wo ist das denn? Das Bogen Restaurant ist in Windenburg. Windenburg ins Bogen Restaurant. Können wir da zusammen hingehen? Oder ins Yacht Restaurant? Ne, wir gehen ins Bogen. Ich glaube, wir gehen ins Bogen Restaurant. Genau, komm, lass uns mal da hingehen. Mal gucken, ob die uns bedienen hier. Das Bogen Restaurant habe ich mal gebaut. Frisch zu die Sims 4 Gaumenfreuden. Ja, mein erstes großes Restaurant. Gab's auch mal ein Let's Play. Die Schlossfamilie war dort. Wir haben mit der Amelia hier drin Let's Play. Ich hab's natürlich gebaut im Let's Build Videos. Echt cool. Rudi ist hier als Geist zurückgekehrt. So, komm, wir haben jetzt ein Date. Wir lassen uns hier zum Tisch führen, hier bitte, ja? Restaurant und Tisch bitten. Ja, Warren geht heute aus. Aber gibt nicht so viel Geld aus, weil wir müssen noch Rechnungen bezahlen, ne? Stellen uns den Strom ab hier. Das Frozen Llama hier ist auch damit dabei. Hallo, kriegen wir einen Tisch, bitte? Habe ich reserviert? Was wollen Sie eigentlich? Ich bin schlecht drauf heute. Ja, komm Sie her. So, wie laute alte Leute hier, ne? Ah, ich habe was vergessen. Ihr könnt doch nicht hier essen. Was? Ernsthaft jetzt? Nee, ne? Doch. Hier ist ein Tisch. Guten Appetit. Dankeschön. Die sitzen uns hier echt ins Eck rein. Sehen wir so schlimm aus, oder was? Setzen uns hier ins Eck. Oh, hast du die hübsch gemacht hier. Hast du die hübsch gemacht hier. Boah, wow, wie cool. So. Kontakt knüpfen hier. Wir müssen jetzt freundlich hier Bewunderung ausdrücken. Oh, du bist so hübsch hier. Und wir müssen nach deiner Karriere mal fragen. Und wir müssen Beziehungstipps geben. Das machen wir jetzt mal. Ich kennenlerne ein bisschen. So. Flausen. So Flausen im Kopf hier. So. Sehr schön hier, ne? Das Bogen Restaurant hier. Warren, die ist tanzwürdig. Ah ja, okay. Gut. Na, was kommt denn hier? Über Essen plaudern, Essen hier, Verabredung. Wir müssen noch ein bisschen hier was machen. Komm mal hin. Können wir mal doch mal Beziehungstipps geben. Und dann für einen Tisch bestellen. Machen wir auch mal hier, ne? Hey, kommen Sie mal zum Bestellen hier. Was nehmen wir denn für uns? Wir bleiben hier mal nüchtern, ne? Wir machen hier mal einen O-Saft. Das ist günstig hier, ja? Du kriegst einen O-Saft. Wir müssen sparen, hallo? Das kann sein, wir sind bald alleine. Wir haben noch nie mal eine Karriere und wir machen einen Salat. Das ist auch okay. Caesar Salad 14. Das ist okay. Das ist schon hochwertig hier, ja? Ja, so, ein bisschen darfst du dann doch hier. So, verzögern hier. Jips. Was guckst du denn hier oben? Gibt's hier nochmal jemanden? Wer kommt denn hier noch alles? Oh, das ist der Kellner. Das ist unser Alien hier. Ein Alien-Haus. Haben wir erstellt hier. Wie heißt der nochmal? Der Riso, genau. Luna, ja. Kennt ihr den, den YouTuber? So cool. Vielen Dank. Wir bringen dir eine Bestellung, sobald sie fertig ist hier. Wow. Kontakt knüpfen müssen wir hier über Essen plaudern. Fesselnde Geschichte erzählen. Mach die ganze Zeit am Handy rum, das ist voll unhöflich, ne? Wir machen jetzt hier Tagfragen. Wie war denn dein Tag so? Was müssen wir noch? Wir machen da Tag verschönern. Das ist toll. Und nach Liebesleben fragen. Hey. Sieht denn bei dir so in der Liebe aus und so? Was machst du denn? Tiefgründiges Gespräch. Das ist hier irgendwo, ne? Tiefgründig. Ne? Gibt's nicht, oder was? Bist du eigentlich Single? Können wir flirten gleich mal hier. Erstmal fragen, ob Single. Tiefgründige Unterhaltung. Wo ist denn das jetzt wieder? Tiefgründige Unterhaltung. Sehr schön. Hauptziel Verabredung, Kontakt knüpfen 10 Mal. Haben wir schon geschafft. Ihr denkt ja an den Zug. Du das Handy. Musst du irgendwo hin oder was? Musst du zum Zug? Wir haben gar keine Züge. Es ist schon mal jemand mitgeteilt. Kommt jetzt bald unser Essen vielleicht mal. Hübsche Dates hier. Aber wir können gar keinen schönen Screenshot machen.
Müssen wir hier die Wand hoch machen, damit ich einen schönen... Wow, guck mal an, hier im Bourbon-Restaurant hier. So, jetzt kommt schon der Kellner hier. Eieiei, hier. Wow. Wow, ein Steak hier. Oh, schön. Du bist voll hübsch. Sieht aus der Sommersprossen. Habt ihr das gesehen? Aber jetzt gerade geblinzelt jetzt hier beim Screenshotten hier. Nom nom. Om nom. So, über Essen plaudern. Wie geht es denn? Können wir hier über das Essen plaudern auch? Oh, jetzt habe ich den falschen Sim hier. Kann man hier ein Lunchpaket stecken? Nee. Über Essen plaudern. Freundlich, oder? Über Essen plaudern. Nach Tag fragen. Essen plaudern. Von Essen schwärmen. Das können wir machen. Tiefgründige Haltung hat es auch noch nicht geklappt. Das ist ja doof. Das ist nicht die tiefgründige Dings hier. Doch, tiefgründige Gespräche. So. Das ist jetzt auch nicht geklappt. Dreimal über Essen plaudern. Mann, dreimal. Das gibt's ja nicht. Wir sind schon fertig mit dem Essen hier. Bis wir da geplaudert haben. Gibt's es denn nicht? Nachbarntratschen. Hier schon irgendwelche Vampire im Hintergrund. Habt ihr das auch gehört? Haha. Wie der Rudi. Dramatische Geschichte, Bewunderung ausdrücken. Das ist echt blöd hier. Wieso gibt es das denn nicht hier? Das ist ja doof. Tiefgründige Unterhaltung. Wieso geht es jetzt mit dem Essen nicht mehr? Kuchen bringen. Hey, wir räumen schon ab hier. So schnell bin ich aber noch nicht hier mit dem Essen plaudern. Hallo? Wo ist denn das mit dem Essen plaudern jetzt hin? Mann, hier. So, das hat schon mal geklappt, immerhin. Naja, das geht irgendwie nicht so ganz, ne? Habe ich das Gefühl. Und hier irgendwie was Essen plaudern geht auch nicht, ne? Tisch bestellen. Tischset mal. Scheint, dass man da nicht mehr irgendwie so füßeln kann oder so, ne? Das war da früher immer so. Liebes Leben, Frank, komm, das muss man machen. Ich muss jetzt aufs Klo oder was? Was machst du denn? Warten bis Kellner was bestellt. Über Essen plaudern. Klicke während des Essens deine Verabredung und diskutiere über das Essen. Na toll, jetzt sind wir aber kein Essen mehr. Sollen wir nochmal was bestellen jetzt, oder was? So, wir machen jetzt hier nochmal hier Kuchen bringen, ja. Wir machen hier jetzt mal Erdbeerkuchen, oder? Mehrstöckige Torte, hier Schokokuchen. Boah, ist alles so teuer. Wir machen eine weiße Torte, die ist am billigsten, oder? Ein Schokokuchen ist gut. So ein richtig schöner Eisen-Schokokuchen, das wär's doch. Oh, das steht in der Pflanze hier drin, scheiße. So, ein Stück nehmen hier. Mm. Wir nehmen mal ein Stück hier. So. Können wir jetzt über das Essen plaudern vielleicht? Wie wär's mal? Dankeschön auch. Hallo. Wir können über das Essen plaudern, ja? So geht es nicht. Ist das wieder dumm hier? Daniel ist dumm. Ein Essen schwärmen jetzt aber. Mach zweimal hintereinander. Schnell hier, komm. Komm, komm, komm. Komm, Essen schwärmen hier. Oh, das Essen ist so super, oder? Ist voll geil hier. Kuchen in der Pflanze hier, Wahnsinn. Das hat noch kein Restaurant gemacht hier. Und ich stinke wie die Pest hier, Wahnsinn, oder? Was für ein geiles Essen. Hier, komm mal nochmal hier. Yes, wir haben es geschafft. Wow, unser erstes Gold-Date hier. Verabredung küssen ist jetzt auch noch. Das kriegen wir aber nicht hin. Komm, wir mal ein Handy küssen. Das haben die anderen auch bekommen. Wow, beste Freunde geworden. Wir wollen auch hier daten hier. Nicht hier, beste Friends, best Friends hier, oder? Komm, wir bezahlen hier mal, oder? Oh, schön, ihr Hände knutschen. Ja, schon wieder, heute hängt schon wieder hier. So, beide sind müde. So, wir können mal hier hingehen, ne? Zusammen hingehen, kommen wir zusammen hier. Wir müssen hier nochmal ein bisschen hier was Hübsches machen. Nämlich ein Foto zusammen machen. Kann ich hier zusammen hier hingehen? Komm mal bitte her. Ist sie jetzt gegangen oder was hier? Weil du musst aufs Klo, ich weiß, aber wir müssen hier jetzt, hallo? Müssen hier jetzt gemeinsam ein Foto machen, bitte. Aber in die Richtung zum Lama. Das wäre nämlich ganz schön, aber das klappt wahrscheinlich eh nicht mehr hier. Foto machen mit. Komm, mach bitte ein Foto jetzt, bitte. Das muss noch hier drin sein, ja? Das haben wir jetzt nämlich, glaube ich, letztes Mal vergessen mit der Svea. Ja, scheiße. Naja, toll. Es war ja klar, dass ich es wieder verpeile hier. Jetzt geht ihr aufs Klo und macht da ein Foto, ne? Ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Was ist jetzt hier da noch? Warten, bis der Kellner zu bestellen. Das brauchst du nicht. Wir haben doch schon bezahlt, dachte ich jetzt hier. Was ist denn los jetzt hier? Was macht ihr denn oben hier? Schöne Aussicht oder was? Ist auch okay. Bestimmt haben wir dann trotzdem so einen Bogen in der Fresse hier.
Das ist unser Bogen-Restaurant, deswegen heißt es Bogen. Ja, klar, hier, gerade in diesem Scheißdrecksraum hier, nee, oder? Abzi, na gut, okay. Ah, es ist hübsch, die passen echt gut zusammen, ja? Na gut, dann machen wir halt hier in diesem blöden Raum ein Foto. So. Leidenschaftlich küssen. Das können wir aber noch nicht machen. Wir müssen noch ein bisschen flirten hier. Ich weiß, du stinkst hier wie die Pest hier, Warren. Oh, du musst unbedingt hier schlafen. Nop, nop, hier. Lasst uns auf irgendeine Insel gehen und dann hier nur schreiben, Bücher schreiben und dann uns das Leben hier versüßen auf einer Insel. Irgendwo in der Sonne hier, ja. Das ist schön. Da haben wir viel Geld hier und so. Wow, Gold erhalten hier. Legendäre Verabredung mit Haushaltsinventar des Sims. Findest du etwas Besonderes zur Erinnerung? Sehr schön. Warren, geh auf Klo, schnell. Komm, das darfst du nicht erlauben, hier rumzubieseln. Zwei Dates am Stück hier, zwei Dates am Tag hier. Sehr cool. Ohne zu schlafen, heißes Date zum Abendessen. Weil im Restaurant am Tisch gebeten hat. Super toll. Super geil hier, mega geil hier, bar. Sehr gut. Komm, geh aufs Klo, Warren, auf. Du musst nach Hause hier. Du kannst vielleicht mal dann danach ein bisschen hier, danach kannst du hier ein bisschen mal Hände waschen, Zähne putzen, vielleicht bringst du da noch was. Ja. Schnell pieseln und dann geht's aber ab nach Hause hier schlafen, ja. Du bist schon ganz rot. Das lassen wir nicht auf uns sitzen hier. Das ist das Bogen-Restaurant, falls ihr das angucken wollt. Das ist das Bild dazu. Gibt's hier im Channel. Ein paar coole Sachen sind da auch mit dabei. Gaumenfreuden, Gameplay-Pack. Und noch ein paar andere, glaube ich, noch. Oder haben wir nur Gaumenfreuden benutzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ein bisschen ist immer dabei noch, oder? Ja. So. Ugh, Obi-Tay! Kellner sind auch hier auf den Toiletten. So. Ja, ein bisschen bringt das für die Hygiene. Gar nicht mal so schlecht. Man sollte öfter mal Hände waschen hier. Ist gar nicht mal so schlecht hier, ja. Nicht zweimal am Tag hier duschen oder Zähne putzen im Restaurant. Wie so ein Penner, ne? Auf Geschäftsreise hier. Genau. So macht's der Rudi auch immer. So Obdachloser Sim hier. Sehr cool. Oh, was war das jetzt hier mit den Treppen hier? Alright, ja, dann gehen wir jetzt hier, ne? Jetzt kommen die ganzen Leute eh. Dann können wir gehen. Tschüss, dankeschön. Tschüss, wir reisen zu nach Hause hier. So. Boah, der frisst unseren Kuchen hier hinten noch. Jetzt aber. Geht's nach Hause. Bisschen schlafen, Warren. Ja. Komm, geh nach Hause, ein bisschen schlafen. Dann gucken wir noch ein bisschen nach der Sina auch und nach der Lea. Und ja. Ja. Das ist doch toll dann. Das ist doch cool. It's okay, it's alright. It's okay, it's alright. Kleinkinder haben wir gerade keine mehr. Wir haben echt keine Kleinkinder mehr, ne? Die werden alles so schnell erwachsen. Wir haben noch, genau doch, wir haben ja noch die Alien-Zwillinge. Oh ja, natürlich. Hallo, wie konnte ich die vergessen jetzt? Die Schnelle. Ich dachte, weil die Sina, ne? Ist auch zum Teen geworden. Die Rose ist Teenager. Die Lila haben wir auch noch als Kind. So, Warren, jetzt aber ab ins Bett, komm, hopp. Schläfst dir direkt hier gleich ein, ich weiß schon hier, ja? Mach keinen Preis jetzt hier. Schickes Date hier. Alles geschafft. Das darfst du dann auch aufhängen, das Foto. Oder haben wir Fotos gemacht? Haben wir Fotos gemacht mit ihr zusammen? Haben wir gar nicht, ne? Wir haben nur mit ihr jetzt. Müssen wir nochmal ein Foto machen? Scheiße. Wir haben echt das Foto vergessen. Wir haben nur mit Will eins gemacht. Wir haben aber nicht mit Svea eins gemacht. Ja, scheiße, ich hab's echt verpennt. Gibt's ja nicht. Und das ist der Daumen drauf. Das können wir gleich mal verkaufen hier, den Preis hier, ja? Mann, Anfängerfehler hier. So. Auch verwackelt, glaube ich, ne? Schlecht. Voll schlecht hier, Mann. Alles so dunkel, die Fotos. Zwei Dates, drei Dates haben wir eigentlich schon. Sina muss in einer Stunde in der Schule sein, dass du diesmal wenigstens die Hausaufgaben gemacht hast. Müssen wir alles hier nachtragen hier, ja? Mama, mach doch deine Hausaufgaben hier. Jetzt nicht Veggie-Burger grillen. Ich glaube, du spinnst hier, komm. Sina, auf! Auf. Hausaufgaben machen, das kann doch nicht sein hier. Du rutschst voll ab hier. 44 Minuten hast du noch Zeit. Gerade ist begonnen, das ist schon schlecht. Ach ja, du wieder, ne? Kommst du spät zur Schule, jetzt auch noch. 25% erledigt, reicht doch nicht mehr. Ah, jetzt redest du auch noch mit ihr hier. Na toll.
in Lunchpaket stecken. Nimm es ins Lunchpaket, bitte komm. Lass halt die Hausaufgaben wegen mir. Redet jetzt genau über die Geschichte hier, Mom. Nee, was hier? Aha. Mal hier Veggie-Burger fortsetzen. Wie sie fortsetzen, kann man nicht essen. Portion nehmen. So, und du gehst jetzt in die Schule, bitte, kleine Maus hier, ja? Hast du das jetzt im Inventar drin? Komm, nimm das doch mit hier. Was, wieso auspacken? Stopp! Oh, Schule schwänzen. Wieso stellst du es jetzt auf den Tisch, du blöde Kuh? Entschuldigung, aber das gibt's doch nicht. Hättest du doch mitnehmen können. Oh, können wir das noch in den Arsch schieben, dir? Weil wir dürfen ja nicht mehr abbrechen, aber wir könnten das doch dir in den Arsch schieben, hier einfach. Hier ins Inventar rein. Ist das jetzt im Inventar? Ja, perfekt hier. Also gut hier. So, Daniel hilft nach hier jetzt. Viel Spaß in der Schule. So. Der Wollen schläft. Lea, was machst du? Dein Veggie-Burger essen. Komm, mach mal deinen Veggie-Burger und ernte mal deine Dinger. Weil wir müssen jetzt wirklich, wirklich, wirklich hier... Ja, wir müssen das jetzt hier wirklich machen, sonst können wir uns die Rechnungen nicht mehr bezahlen hier. Die stellen uns wieder alles ab hier. Voll grausam hier. Mann. Wir müssen so viele Rechnungen immer bezahlen. Wir müssen ein großes Haus. Wir müssen noch viel malen, Lea. Wir müssen noch viel mehr malen. Viel mehr malen. Leider kann man mit Erziehungsfähigkeit kein Geld verdienen. Gartenarbeit ist auch schon Level 5. Kochen ist Level 8. Wow. So eine Kochkarriere anfangen, ja? Ja. 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 Malerei Level 6. Ja, immerhin, ne? Gar nicht mehr so schlecht. So. Rosen verkaufen, das kriegen wir 158, ist ja gar nichts. Was machen wir denn hier? Sie müssen 5000 was? 176. Wir müssen irgendwas sammeln hier, wie die Penner hier. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, ja, da graben hier. Komm, Lea, wir müssen ein bisschen graben für uns. Die Steine bringen ja am meisten hier, ne? Hier sind auch irgendwo Steine. Wir brauchen irgendwie noch Steine, Lea. Steine bringen immer viel. Hier gibt es noch Steine, guck mal. Oh ne, das sind Pilze, sorry. Pilze wollen wir nicht. Pilze, Pilze. Wieso gibt es hier keine Steine mehr? Ich will Steine haben. Steine ausgraben. Gibt es nicht so viel hier, ne? Ist ja auch eine erschlossene Nachbarschaft. Hier hinten gibt es auch immer so viel. Genau, an diesen Gärtendingern da. Ist auch nichts. Keine Steinchen. Ist aber blöd. Oder können wir hier, können wir alles ernten hier. Alles ernten. Klau das Zeug hier, komm. Alles ernten hier, komm. Hier ist Gemeinschaftsgärten, ne? Darf man sich bedienen, oder? Wir haben jetzt auch noch, ich müssen das erste Mal jetzt, ja. Komm hier. Oh, wie coole Kristalle sogar hier. Das erste Mal hier, ja. Da dürfen wir das jetzt machen, ne? Komm, Lea, wir machen das jetzt hier. So. Lias Gärten. Ja, wieso nicht? Ach, kommt, Leute, das ist erlaubt hier, natürlich, ne? Will ja jemand nichts dagegen sagen. Ich denke schon wieder an ein Baby. Ich glaube, du spinnst hier nichts. So war es früher noch. Da war ich noch schwanger hier mit dem Warren hier. Ja, ja. Das haben wir ja alles erlebt. Der Warren ist das erste Kind, das quasi, ne, geboren ist. Die Red und der Jonas, die waren ja als Teenager oder als Kind von Anfang an mit dabei. Warren war das erste Kind. Tina das zweite Kind. Bobby. Komm, alles ernten hier. Komm, alles hier. Wieso kann man hier nicht sagen, alles ernten ist viel besser, ne? Das wäre viel besser. Können wir da noch irgendwas ernten? Nee. Müssen wir hier weitermachen. Boah, das ist ja voll praktisch hier, ne? Voll praktisch. Ich hab sogar Rosen, die bringen ein bisschen mehr wieder, ne? Sehr cool. Oh, warte, schon lange vorbei. Jetzt aber, komm. Ernten. Guck mal, was wir da kriegen für den Haufen hier. Löwenmäulchen, jetzt haben wir hier noch. Was haben wir da noch? Glockenblumen. Na, immerhin. Guck mal, hier gibt es noch mehr, Lea. Komm, alles hier ernten. Lilienpflanze, die sind sogar ziemlich teuer, glaube ich. Ne? Hier kriegt man einiges dafür. Lassen erstmal alles ernten und dann verkaufen wir das Zeug. Es müsste reichen für die Rechnung. Locker, komm. Locker flockisch hier. Das kriegen wir hin. Gibt's ja noch mehr? Gibt's nichts mehr. Da gibt's noch was. Ja, kannst du auch mal noch. Komm, wir gucken jetzt mal. Erdbeeren hier. 80, perfekt. Hier, guck mal an. Wird halt zu viel für ein paar Erdbeeren hier.
60 für ein paar Äpfel. Dann haben wir 80 von diesen Dingern. 400 bringen die, meine Güte. 80, das müssen wir öfter machen. Birnen haben wir auch noch. Verkaufen wir alles hier. Dass die Kinder versorgt sind, wenn die Lea stirbt. Muss man echt so sagen hier, ja? So, jetzt können wir die Rechnungen begleichen hier. Sehr gut. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute. Die Lea, die schicken wir jetzt noch zu den Rechnungen. Kaufen nochmal die teuren Dinger da. Ja, Lea, komm, Rechnungen bezahlen. Voll schön hier, ne? Ist voll cool. Voll schick hier. Schickimicki, so schön mit den Wegen. Das kann man gar nicht machen im Baumodus. Und mit dieser Höhe, mit dem, dieser Tiefe, ne? Ist das noch so ein bisschen höher ist der Rand. Voll cool gemacht. Schade, ne? Schade, schade. So, komm. Auf wie mit Gebrüll. Oh, das ist der Manfred Fresh hier. Der Manfred Fresh. Oh, da gibt es auch noch Steinchen jetzt. Manfred Fresh, das ist der aus der Container-WG. Der Manfred Fresh. Naja. Großstadtleben, Let's Play. In the City. Komm, Lea, lauf mal ein bisschen schneller, komm. Ein bisschen schneller hier. Denk schon wieder ein Baby. So. Und dann sind wir jetzt am Ende. Vielen lieben Dank euch. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Oder wollen wir nicht, wa? Geht's nächstes Mal weiter mit dem nächsten Date, würde ich sagen, oder? Post bekommen. Haben wir schon wieder eine Rechnung oder was? Nee, ne? Was ist das hier? Arbel? Ja, das ist aus dem ein Spielzeugpferd. Wer schickt uns Spielzeugpferde? Hä? Check mal nicht, ne? Keine Ahnung. Ja. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, und schreibt, wie die Story sich entwickeln soll. Man, jetzt den Strom jetzt wieder an vielleicht. Dankeschön. Naja. Gut, bis dann. Macht's gut. Ciao.